Sehr verehrte Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste dieser Konferenz, die kapitalistische Moderne herausfordern. Ich begrüße Sie sehr herzlich in den Räumen dieser Universität in Hamburg. Ich bin zwar nicht Ihr Hausherr, aber ich bin ihr in Forschung und in Lehre über 40 Jahre bis heute verbunden. Und ich bin mir sicher, im Namen der Lehrenden, der Forschenden, der Studierenden und auch der Verwaltung dieser Universität sagen zu können, dass sie sich freuen und sich auch geehrt fühlen, dass sie Hamburg, diese Universität, als Forum und Gastgeber ihrer Konferenz gewählt haben. Sie haben sich dabei viel vorgenommen. Es geht wie vor 3 Jahren, als Sie sich zum ersten Mal unter dem gleichen Thema trafen, nämlich um die Krise des kapitalistischen Systems und um die Suche nach alternativen Konzepten. Beides waren damals schon alte Themen. Und man könnte sich fragen, was den Analysen, den Kassandra-Rufen und den Grabgesängen auf den Kapitalismus heute denn noch an neuen Erkenntnissen hinzuzufügen ist. Gewiss ist, die gnadenlose Erpressung Griechenlands hat die enorme Aggressivität des neoliberalen Modells des Kapitalismus und ihrer Protagonisten gerade hier in Deutschland erwiesen. Aber grundlegend neu ist diese Erkenntnis vom Charakter dieses Systems und auch seiner Diktate nicht. Bereits 2004 schrieb Samir Amin, langjähriger Direktor des Afrikanischen Instituts für wirtschaftliche Entwicklung und Planung und einer der bedeutendsten marxistischen Theoretiker Afrikas, in seinem Buch The Liberal Virus, Permanent War and the Americanization of the World, zu Deutsch, der liberale Virus und der permanente Krieg und die Amerikanisierung der Welt, Folgendes, ich zitiere ihn: Ich kann nur zusammenfassen, dass der Kapitalismus in seine abfallende, senile Phase eingetreten ist. Die Logik, die dieses System regiert, ist nicht länger in der Lage, das einfache Überleben der Hälfte der Menschheit sicherzustellen. Kapitalismus ist barbarisch geworden, er ruft direkt zum Völkermord. Es ist jetzt mehr denn je notwendig, ihn durch andere Logiken der Entwicklung und mit einer höheren Rationalität auszurufen. Und 10 Jahre später, im Jahr 2014, bestätigte er diese Aussage in einem Interview mit dem Sender Democracy Now mit den Worten: Natürlich unterschreibe ich auch heute noch, was ich unter dem Titel Der liberale Virus geschrieben habe, weil dieser Virus unglücklicherweise viele Menschen angesteckt hat. Nicht nur die Führer des politischen Systems, sondern im großen Maßstab auch die Völker selbst. Was heute Not tut, ist genau das zu errichten, was wir die souveränen Projekte der Nationen genannt haben, weil wir von den Nationen ausgehen. Die Welt ist niemals von der Spitze aus verändert worden durch die Veränderung der globalen Ordnung. Die Veränderung kommt von der Basis und das sind die Nationen, weil sie sind, die das Kräfteverhältnis zu verändern beginnen. Und das schafft die Bedingung dafür, schließlich auch die globale Ordnung von einem unipolaren System der Herrschaft zu einem ausgehandelten, verhandelten, multipolaren Globalisation zu verändern. Soweit Samir Amin. Die tiefe Krise des Kapitalismus ist seit langem diagnostiziert. Sie sollte auch dem letzten Zweifler deutlich geworden sein, angesichts der barbarischen Kriege zur Neuordnung der Welt und zur Sicherung der Ressourcen im Mittleren und Nahen Osten, in Afrika und auch der täglichen Nachrichten über die Strangulierung einer Gesellschaft am Abgrund
Griechenland. Aber es bleiben zwei unbeantwortete Fragen. Welche andere Logik der Entwicklung mit einer höheren Rationalität soll an die Stelle des abgewirtschafteten Kapitalismus treten? Und zweitens, wer ist in der Lage, diese neue Logik durchzusetzen? Oder sind wir weiter dazu verdammt zu warten, bis dieses System an seinen eigenen Widersprüchen zusammenbricht? Gesellschaftliche Veränderungen werden nie in wissenschaftlichen Konferenzen durchgesetzt. Sie sind das Ergebnis der Kämpfe der Völker. Und da sind wir gar nicht arm an Beispielen. Schauen wir nur nach Lateinamerika, nach Kuba, nach Venezuela. Blicken wir zurück auf die Dekolonisation Afrikas, aber auch auf den Kampf des kurdischen Volkes um Unabhängigkeit und Demokratie. Und blicken wir auf die Menschen in Rojava, die hoffentlich ihre Vorstellung von einer neuen demokratischen Gesellschaft ohne den Griff zu den Waffen auch realisieren können. Schwierige Fragen sind das alles. Und sie scheinen immer wieder und werden aufscheinen in den Vorträgen und den Arbeitsgruppen dieser Konferenz. Es geht immer wieder darum, friedliche Wege aufzufinden, Vorschläge zu machen, um einen politischen Dialog zu eröffnen, nicht aufzuhören, zu kämpfen. Und vor 3 Jahren bei dem ersten der ersten Konferenz, die ich eröffnen durfte, habe ich gesagt, wir werden noch den Tag erleben, wo die Kurdinnen und Kurden in Frieden und Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Freiheit ohne Angst vor Dorfschützern, Polizei und Armee leben können. Und ich glaube, ich täusche mich nicht, wenn ich mit Blick auf die jüngste Entwicklung in der Türkei, in Syrien und auch im Irak, trotz des Terrors der Islamisten, sage, dass wir diesem Tag auch jetzt schon etwas näher gekommen sind. Sie haben mit der Hamburger Universität einen ruhigen Ort gewählt. Hier können Sie ganz ungestört Ihre Vorstellungen und auch Ihre Projekte entwickeln. Ich wünsche Ihnen für diese Konferenz 3 friedliche Tage der fruchtbaren Diskussion, des Dialogs und wünsche Ihnen viel Erfolg. Aber lassen Sie mir noch eine persönliche Bemerkung zum Schluss. Der Mann, der alle diese Fragen so lange überdacht hat, der nicht nur über sie geschrieben hat, sondern auch nach ihnen gehandelt hat, sitzt immer noch im Gefängnis. Und wir dürfen über diese Diskussion nicht unsere Aufgabe vergessen, dass wir Abdullah Öcalan aus dem Gefängnis befreien. Danke sehr.